Ich grüße euch, liebe Dampferdampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Wir kommen heute zum Mixed Flavor und zwar mal wieder ein 10 Milliliter Aroma. So sieht das Ganze ja aus. Heißt Milk Van Crumble Cake und wird angemischt zwischen 4 und 7%. Da unten steht es genau. Kostet 5 Euro und ich habe das Ganze angemischt, hier wunderschön beschrieben, mit 7% und 100% VG-Base am 3.2. Also hat jetzt über einen Monat gereift und jetzt möchte ich das Ganze so ein bisschen beschreiben. Also wenn du online so nachguckst, wird das Ganze beschrieben als ein saftiger Mürbeteigkuchen, verfeinert mit reifen Himbeeren und süßen Buttermilchstreuseln. Finde ich eine sehr geniale Beschreibung und wenn es danach schmeckt, dann ist es genau mein Aroma. Was ich sagen muss, die Himbeere ist super rausgearbeitet. Du hast eine schön intensive Himbeere, die sich wirklich gut darstellt, die auch eine gewisse Säure mitbringt, die richtig gut ins Liquid reinpasst. Himbeere finde ich wirklich top, eine der besten Himbeeren, die ich bisher gedampft habe. Und danach kommt irgendwie so ein Milchgeschmack, also ist wirklich sowas Milchiges. Das passt auch wirklich gut zu der Himbeere mit rein, aber es war's dann. Ich habe keinen Teiggeschmack, ich habe keinen Mürbeteiggeschmack. Und ich habe auch keine Buttermilchstreusel. Ich habe hier eine geniale Himbeere mit ein bisschen Milch im Abgang. Ich muss aber sagen, mir fehlt hier irgendwie was. Vielleicht hätte man es noch höher dosieren müssen. Das finde ich immer halt das Schwierige bei 10 Milliliter Aromen. Ich habe jetzt hier den Maximalbetrag quasi genommen. Ich muss sagen, die Himbeere kommt ja intensiv genug raus. Also ich denke mal, so viel höher könnte man das nicht dosieren. Es hat ungefähr nach 2 Wochen so geschmeckt, wie es jetzt nach 4, 5 Wochen schmeckt. Und mir fehlt da im Hintergrund was. Himbeere genial, Milchnote im Hintergrund, aber reicht mir persönlich nicht aus. Die Milchnote ist super getroffen. Die hat wirklich keinen vergorenen Charakter oder sonst was. Sie kommt mild mit rein. Aber dadurch, ich finde auch der Milchgeschmack, der ist ein bisschen zu dünn. Also das reicht mir nicht. Ja, und so würde ich dieses Aroma beschreiben. Aber wer das schon mal getestet hat, da auch noch mal so ein bisschen Feedback mitgeben kann. Vielleicht sagt ihr, ey, wenn es mit 10% anmischt und 2 Monate stehen lässt, dann kommt es auch mal wesentlich geiler raus. Schreibt das gerne in die Kommentare unten rein. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.